Ja Leute, es ist soweit und zwar, wir haben wieder Vlog-Time. Wir vloggen heute ein Event, um genau zu sein. Challenge Lucana. Ja Leute, wir sind auf einem Lucana-Event und nicht nur irgendeins, sondern quasi den größten überhaupt. Wir haben hier aber etwas Besonderes und zwar, wir haben zwei Tagesevents. Denn viele denken sich jetzt wahrscheinlich, okay, jetzt ist ja theoretisch Freitag. Wenn du eben Voranmeldung hast, habe ich gemacht, man bekommt eine Promo, zeige ich später auch nochmal. Aber nein, heute ist Freitag. Gestern war Donnerstag Voranmeldung, heute ist Freitag, denn das Turnier wird in zwei Teile gesplittet. Einmal 1040, glaube ich, an Tag 1 und Tag 2, also Freitag und Samstag. Und die Top Cuts aus beiden Tagen bilden dann den Top Cut insgesamt und dort spielt man dann eben um den Titel. Das ist eine interessante Technik auf jeden Fall, die ich sehr spannend finde und wir sind eben heute dran. Wir spielen am Main Event mit und zwar eben wie gesagt heute Freitag. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird und wir sehen hier schon, eine Menge Leute sind da. Eine Menge Leute. Und ja, wir sind in Bochum, falls jemand fragt, wo das Ganze stattfindet. Also Leute, rein in die Halle. Richtig, good old Mickey Mouse, willkommen und wir sehen hier, oh yeah, hier beschwören wir, beziehungsweise malen mit unserer Tinte, unsere Charaktere. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich wünsche, ich könnte rein. Leider ist es abgesperrt. Aber Leute, wichtigere Sache und zwar, ich muss Deckliste schreiben. Also Leute, let's go. Erste Hektik ist vorbei, meine Deckliste ist fertig geschrieben und jetzt natürlich wollen wir die Halle uns angucken. Und Leute, die Halle sieht nice aus, sieht mega nice aus. Natürlich schon sehr viele Leute, wie gesagt, heute über 1000 Spieler. Und wir sehen natürlich hier, es geht los. Disney's in the House, Vaiana, Elsa, Stitch, Rapunzel, Dragonfire, Mickey Mouse, Dennis Königin und noch Naseweiß, let's go. Oder Tinkerbell. Dort hinten haben wir Mickey Mouse. Dort haben wir Informationen. Dort hinten ist, glaube ich, sozusagen die Main Stage. Headquarter steht da, aber kann man halt bei Problemen und so hingehen. Ist nice. Wir haben jetzt halb, also noch eine halbe Stunde, dann geht's los. Deckliste wird in Runde 1 eingesammelt. Ich bin gespannt, wie das Ganze sein wird. Vorne gibt es viel zu sehen noch, aber das sage ich euch natürlich, wenn ich Zeit habe und vor allen Dingen in Ruhe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr immer noch eine der Gäste vor euch liegen haben, einmal bitte die Hand geben, damit sie eingesammelt werden kann. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Runde 1 ist vorbei und Leute, ich muss wirklich noch sehr, sehr viel lernen. Denn erstmal, ich habe ein Mirror Match gespielt. Was spiele ich überhaupt? Ich spiele Rot-Lila. Ist ein super Deck, ist sehr flexibel, kann sehr viel ziehen, hat die beste Karte, seid bereit. Be Prepared ist quasi, ja nicht nur quasi, ist eine Karte, die das ganze Feld cleart. Super stark, auf jeden Fall ist halt, ist ein Mirror Match gewesen. Er hat es auch gespielt und die können etwas länger dauern und das hat es auch. Die Runde geht 45 Minuten und wir haben fürs erste Spiel, ich glaube, 35 Minuten gebraucht. Sehr, sehr lang und dann sind wir ins Timeout gekommen. Man spielt ein Best of Two, wichtig zu erwähnen ist hier. Das heißt, erst habe ich gewonnen, zweite wird gespielt. Und dann sind wir ins Timeout gekommen. Und ich hatte keine Ahnung, wie die Timeout-Regel geht. Ich hätte gedacht hier zum Beispiel, ja, also es ist natürlich, wer am Ende von der Zeit am meisten Lore hat, also am meisten Punkte hat. War nicht so, man spielt 5 Züge. 5 Züge hin und her. Und wenn dann das Spiel immer noch nicht vorbei ist, also kein Sieger gibt, zählt das Spiel als unentschieden und fertig. Und dann wird natürlich geguckt, ja, hat der Gegner schon eins gewonnen oder nicht. Von daher wird dementsprechend halt geguckt. Auf jeden Fall sehr interessant, wusste ich nicht, wieder was gelernt. Mal sehen, jetzt ein Win damit, weil erst habe ich ja gewonnen, das zweite unentschieden. Das heißt, ich habe 2-1 gewonnen quasi, zählt aber dann als 1-0, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gewonnen. Guter Start ins Turnier. Und mal sehen, ob wir zum Stand kommen oder ob wir zur nächsten Runde kommen. Ich vermute jetzt zur nächsten Runde, weil wie gesagt, ich war ein Timeout, heißt, es geht gleich weiter. Also, bis gleich. Runde 2 ist vorbei und Leute, ihr seht's, da ist noch eine Menge Zeit auf der Uhr. Die meisten spielen auch noch, ich werde es mal jetzt zeigen. Fast alle spielen noch, aber was kann ich sagen zur Runde 2? Ja, er hat grün-lila gespielt und es ist sehr aggressiv, bedeutet, es kann sehr schnell Lore kriegen und dadurch muss er halt ein bisschen Druck machen. Game 1 hat er angefangen und er hat mich komplett überrollt, also ich hatte keine Chance. Er fängt an, bum, 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 ich so, ja okay, irgendwie Zug 3 schon, irgendwie fast 10 Lore. Ich denke mir so, ja gut, ne, das kann ich nicht gewinnen. Und beim zweiten Spiel dann wusste ich, ich muss auf Pressure gehen. Ich muss wirklich ganz schnell auch in die Lore gehen. Ich muss vielleicht Sisu mit Flynn Rider Combo machen. Hab sogar geschafft, sie zu kriegen, hab ein bisschen Pressure gemacht, ein bisschen zurück Pressure gemacht. Aber ich hatte die ganze Zeit 2 Flynn Riders auf dem Feld. Und am Ende hat er vergessen, dass Flynn Rider ja ein Lore geben kann. Und dann quasi im allerletzten Zug, also es gab den einzelnen Zug, den ich gewonnen habe, im nächsten Zug hat der Gegner gewonnen.
konnte ich die Flynn Rider zweimal Lore kriegen, hatte dadurch sehr viel, habe gequestet, habe dann gewonnen. Also war da natürlich dann doch sehr erfolgreich. Hat dann gut geklappt, von daher, ja, nice. Aber ist halt ein 1-1, wie gesagt, ein Best of Two, heißt jetzt ein Unentschieden. Das sind übrigens 3 Punkte. Also 1-1 sind 3 Punkte. Wenn du gewinnst aber, also 2-0, kriegst du 7 Punkte. Wenn du verlierst, 0, selbstverständlich. Und mir ist aufgefallen jetzt, ich habe es erfahren, ich habe in der Runde davor ja 1-0 gewonnen und dann in Time Unentschieden quasi gespielt. Das zählt aber auch als dann ein Win und ein Win sind 3 Punkte, nicht 7. Bedeutet also, ich habe leider erst jetzt aktuell 6 Punkte. Und warum erst 6 Punkte? Ja, es ist wie folgt. Und zwar, wenn man die Runden hier spielt, sind heute 9 Runden, kriegt man eben diese Punkte. Und wenn du mehr als 10 Punkte hast, kannst du was an der Prize Wall aussuchen. Wenn du mehr als 20 Punkte hast, kannst du was bei der Prize Wall aussuchen. Wenn du mehr als 30 hast, kannst du was bei der Prize Wall aussuchen. Bedeutet also, wir wollen auf jeden Fall noch mindestens 2x drawen, damit wir an der Prize Wall was holen können. Aber ich denke mal, das ist ja wohl drin. Ich hoffe mal, das nächste wird ein 2-0. Hier war es halt unmöglich. Also unmöglich, aber hat Spaß gemacht. Gegner war auch sehr nett und allgemein, also super Community, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Spiel lebt auch sehr gut, sehr flüssig auch alles. Ja, nur Time-Regel hätte ich mir mal vorher angucken sollen. Natürlich haben wir hier auch einen Shop und da sieht man ja alles aus dem aktuellen Set. Ursula's Return, aber Leute, wir sind hier bei Disney. Natürlich gibt es hier Jumbo, Simba, Anna, nee, doch, Jumbo. Also ihr seht hier auf jeden Fall, es gibt hier einiges. Auf der anderen Seite, Leute, Lucana, das ist von Ravensburger gemacht. Bedeutet also, wir haben natürlich auch Sachen hier von Ravensburger. Und wofür ist Ravensburger auch bekannt? Richtig, für Puzzle. Puzzle gibt es ja auch. Natürlich auch hier Lilo und Stitch, für so eine Stitch. Und hier nochmal Puzzle. Ja, das ist nur ein Stand. Es gibt auch noch Händler. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Falls man noch Karten braucht, hier ist alles, was das Herz begehrt. Jegliche Karten quasi vorhanden. Und ja, das ist nicht der einzige Stand, denn es gibt hier noch einen Stand und noch einen Stand. Also wir sehen, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich da auch Einzelkarten. Hier auch nochmal natürlich hier. Ja, sogar Full Arts. Enchantete Karten, sehr nice. Und auf der anderen Seite, das ist mir aufgefallen, dass man hier ganz viele Einzelkarten hat. Also hier hat man, wir kommen schon hin, der nächste Laden, wir sehen hier Box. Und hier Einzelkarten. Kann man wirklich gefühlt jede Karte, die es gibt, rausholen, die verschiedenen. Oh, sogar Foils. Nice. Ihr seht also, wir haben hier alles. Natürlich alles, was das Herz gebärt, was man braucht. Bedeutet also, falls man zu Beginn des Events noch nicht alle Karten hat, hier wird man garantiert fündig. Ihr habt jetzt ja schon die Riesenhalle gesehen. Dort ist natürlich das Main Event. Aber Leute, es gibt natürlich auch Public Events. Und die sind hier nicht in der Main Halle, sondern, wenn man die Treppe hochgeht, dort ist dann eben die Public Events, besonders Side Events heißt es hier, Side Events upstairs. Da kann man spielen. Ich denke mal morgen auf jeden Fall. Wie gesagt, das Turnier ist in 2 Teile gesplittet. Ich spiele heute, bedeutet morgen spiele ich nicht am Main Event teil. Selbst wenn ich toppen sollte, bedeutet, morgen kann ich Side Events spielen und da werde ich auch das eine oder andere machen. Vielleicht sogar das Deck switchen, aber das werdet ihr dann natürlich sehen. 3. Runde leider verloren. Ja, erste Niederlage muss auch mal sein, aber so ist das. Wieder gegen das gleiche gespielt, also auch gegen Rot-Lila. Kann man nichts machen. Ich habe leider meine Starter nicht gesehen, also meine Einser nicht gesehen, er schon. Er hat mega viel Druck gemacht, hat dann auch die Goats, dann die Bounce. Hat er gut gemacht, definitiv. Und jetzt Runde 3, wir bekommen unsere Promokarte, also eine Teilnehmer-Promokarte. Die ist ultra hübsch, seht euch das an. Das ist Dragonfire. In diesem Art-Style. Wie ich so schön sage, ein bisschen Picasso-Style. Ist so hübsch. Ist so hübsch. Oh, ich liebe es einfach. Ja, genau. Und wenn man jetzt theoretisch toppen würde, dann gibt es noch mehr Promos. Auch in diesem Holo-Effekt. In dieser Rarität. Genau, da gibt es Let It Go, Rapunzel und so. Aber wie gesagt, dafür muss man toppen. Das ist Teilnehmer. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Da rede ich von den anderen Promokarten und hier sind sie. Dragonfire links, Let It Go. Dann natürlich hier Cinderella und Rapunzel. Super hübsch. Unternehmen nochmal alle Enchanted. Das ist ein Preis. Er kriegt das komplette Set halt mit Enchanted. Richtig nice. Und Foil. Also richtig hübsch. Nice auf jeden Fall. Leider hier jetzt der Pokal nicht, aber vielleicht kriegen wir ihn auch noch zu sehen. Wir sind jetzt hier bei der Prize Wall. Ich habe ja erzählt, dass man Punkte kriegt. Und wenn man halt Punkte bekommen hat, kann man die hier eben dementsprechend ausgeben. Hier sieht man auch, was hier die Preise ganze sind. Und es gibt unter anderem auch die Promo, aber nicht eben
in Enchanted. Ist ein bisschen schade natürlich, also, aber trotzdem nice. Und die Playmate, super, super hübsch. Und natürlich Booster. Und man sieht hier auch, was sehr nice ist, es gibt quasi Merch. Also es gibt ein T-Shirt, eine Cappy. Ich glaube, ich hole mir ein T-Shirt. Ja, Booster, alles Mögliche halt eben, so wie es ist. Auf jeden Fall ziemlich nice. Wie gesagt, hier Merch muss ich mir holen. Mal gucken, ob ich genug Punkte kriege. Es gibt eine Besonderheit, und zwar, es gibt hier eine kleine Mittagspause. Bedeutet, wir kriegen extra Zeit zum Essen. Nutze ich natürlich direkt. Kairos Pommes. Let's go! Zu Beginn der nächsten Runde wollte ich einfach noch mal was zeigen, denn ich möchte euch hier das ganze Event zeigen. Und zwar, hier sind so die Nummern immer. Und man hat sehr viel Platz. Aber wenn man sieht, da ist erst 360, hier ist 361. Einfach Wall of Platz. Richtig nice, man hat viel Platz, sehr schön, kann hier alles auf den Tisch stellen. Finde ich super. Und jetzt geht's in die nächste Runde. Wünsche mir Glück. Ich dachte einfach mal, ich zeige hier ein bisschen die Halle, während ich ein bisschen rede. Ja, ich habe wieder gegen ein Angst-Matchup gespielt. Und zwar gegen ein aggressives Deck, was so schnell wie möglich auf Lore gehen möchte. Und Game 1 habe ich es ganz gut geschafft, das Feld zu kontrollieren. Deswegen habe ich da das gewonnen. Game 2, es war ein Rennen. Es war ein Rennen um die Legenden. Er hatte dann eine 19 und ich hatte dann 20. Ja, also habe ich gewonnen. Aber richtig knapp. Ging aber ein bisschen nervös, aber super nett auf jeden Fall. Und ja, wir haben unseren ersten Win. Sehr gut. 7 Punkte. Wir kommen näher hier an der Prize Wall Sachen zu holen. Mal gucken, wie die nächste Runde läuft. Time Out ist schon vorbei. Also ist schon. Und gleich geht's in die nächste Runde. Mal gucken, gegen was wir spielen. Und ob wir uns vielleicht noch einen Win reinholen. Mal die etwas ruhigere Position hier. Auf einer Wand. Naja, eigentlich neben den Toiletten. Auf der anderen Seite der Halle. Hier ist weniger los. Das ist immer ganz gut. Ja, ich habe wieder gegen das Deck gespielt, gegen das ich nicht spielen möchte. Und zwar gegen Aggro. Diesmal aber gegen Lila. Was war das? Genau, Lila-Gelb. Gegen Aggro-Decks echt schwer zu spielen. Ich habe das erste gewonnen. Ganz knapp. 18 Lore wieder war Aggro. Ich habe es aber geschafft, halt auf seine zu kommen. Seid bereit. Beste Karte, einfach zweimal gecarried dann. Und im dritten Spiel auch richtig knappes Ding, aber dann leider verloren. Bedeutet also 1-1, unentschieden. Und ich meine, damit ist jetzt der Top-Card raus. Aber ganz ehrlich, darum ging es mir nicht. Ich bin hierher gekommen, das Ding zu gewinnen. Ich bin hierher gekommen, zu spielen, um Spaß zu haben. Den habe ich wirklich. Ist ein richtig nice Event bisher. Läuft super, gefällt mir sehr gut. Und ja, mal sehen, was die nächsten Runden noch bringen. Denn ja, wir haben noch 4 vor uns und die werde ich auf jeden Fall spielen. Nächste Runde ist auch vorbei. Und dieses Mal haben wir mal gegen was anderes gespielt. Und das Matchup wollte ich eigentlich mal haben. Und zwar, wir haben gegen Rot-Blau gespielt. Und Rot-Blau ist ein relativ langsames Deck, was dann im Late-Game sehr, sehr spielstark ist. Dementsprechend habe ich sehr viel gepusht. Und ich muss sagen, die Location hat ganz schön gecarried und so habe ich das Ganze 2-0 geholt, weil die Location einfach viel zu viele Lore gemacht hat. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und ich werde mal eben gucken, wie es bei den Side-Events aussieht. Wir wissen ja bereits, dass die Side-Events oben die Treppe hoch sind. Und ich war noch nie hier oben und es ist sehr interessant, denn Side-Events. Los geht's natürlich. Hier kann man sich anmelden. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Punkte. Da ist das nette Team. Und hier haben wir schon die erste Halle, wo man dann eben spielen kann. Wir sehen hier, hier ist nicht so viel los. Das liegt daran, weil wir auf der anderen Seite noch eine Halle haben. Und diese Halle ist voll. Denn ja, ich habe es ja schon gesagt, das Event ist gesplittet in 2 Tage. Bedeutet also, alle Spieler, die eigentlich morgen erst am Main Event teilnehmen können, können eben jetzt schon Side-Events spielen. Genau das Gleiche, was ich halt morgen machen werde. Ich spiele halt jetzt am Main Event und kann dann eben morgen Side-Event spielen. Ist ziemlich nice, da sammelt man halt Punkte. Die kann man dann eben, wie gesagt, auch wieder an der Prize Wall ausgeben. Ziemlich nice und ich wusste gar nicht, dass hier oben so viel Platz ist. Aber passt natürlich perfekt, weil eben quasi 1000 Leute heute vielleicht Public Events spielen wollen. Hier könnte man sich natürlich fragen, was hier los ist. Und naja, ganz einfach. Disney, Zeichnung, die Karten sind gezeichnet. Hier sind die Künstler, die eben gewisse Karten designt haben und erstellt haben, was ziemlich cool ist. Man sieht gerade, die Person hat zum Beispiel Rapunzel gezeichnet, was halt nice ist, genauso halt wie die anderen. Und ja, man muss sich dafür anmelden, da steht man halt hier und kann eben hier Karten signieren lassen oder eben so ein Spreadsheet bekommen mäßig, also so ein Motiv eben mit den Karten, die die Personen gemacht haben. Ziemlich, ziemlich nice, sieht ziemlich cool aus. Und ja, ne, es ist nicht nur ein Kartenspiel, sondern eben noch viel mehr. Und ihr seht's, viele wollen das. Viele wollen hier eine Unterschrift haben von den Künstlern. Natürlich dürfen wir uns hier die Aussicht nicht angucken. Einmal von hier oben die Halle. Ja, die Runde ist vorbei. Dementsprechend natürlich haben wir jetzt hier nicht so viele Spieler. Wir haben einige auf dem Flur, einige sind draußen, einige essen was, sind auf Toilette. Ist natürlich klar, aber hier nochmal die komplette Halle von oben. Sieht natürlich sehr nice aus. Da hinten, wie gesagt, Infostage. Da ist quasi Headstage, die ganzen Banner mit den ganzen Farben, was auch sehr cool ist. Also jede Farbe hat einen Banner. Und jetzt, glaube ich, geht es auch gleich los. Wir sehen da hinten, na, man sieht es nicht,
Aber wir haben 8 Minuten, 42 Overtime. Ich denke, dass es gleich weitergehen wird. Also, ich muss hier wieder runter, denn jetzt geht's in die nächste Runde. Die Runde ist vorbei. Wir sind von tapferen Schneiderlein, ja, von Mickey Maus. Wie ist gelaufen? Ja, wir haben gegen Grün-Lila gespielt. Wieder ein Deck, was natürlich ein bisschen schneller ist, was natürlich sehr gefährlich ist. Dementsprechend bin ich mit einem Draw komplett zufrieden. Ich habe 1-1 gespielt. Super okay. Game 2 war einfach nicht gewinnbar. Das ist okay, ist okay. Aber wäre mein Problem. Denn ich will die 30 Punkte haben. Denn wenn ich 30 Punkte erreiche, bekomme ich eine Promokarte. Die will ich unbedingt haben. Dementsprechend fehlen uns aktuell noch 6 Punkte. Das heißt, wir können jetzt einfach zweimal drawen noch, wäre okay, oder einmal gewinnen. Am besten einmal gewinnen, wäre natürlich einfacher. Ja, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo man offiziell wirklich nicht mehr toppen kann. Bedeutet, jetzt droppen die Leute auch raus. Das heißt, vielleicht kriegt man ja einen Free Win für die Punkte. Ich will die Promokarte, bitte, bitte. Nein, ich spiele auch gerne, es macht Spaß. Und 2 Draws sind, denke ich mal, drin. Also, rein in die letzten 2 Runden. So, die Runde ist vorbei. Ja, Tinkerbell versperrt den Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist 8 Minuten Overtime schon. Und ja, wir sind in die Overtime gekommen, aber es ist anders gelaufen als sonst. Es war wieder ein Mirror-Match, also das gleiche Deck gespielt wie ich. Aber diesmal hatte ich Foxys, Rabbit, Snakes. Ich habe unendlich gezogen. Ich war Handkartenvorteil des Tausends. Aber trotzdem, natürlich musst du auch die Legenden voll machen. Von daher, ja, das muss natürlich auch geschafft werden. Dann sind wir ins Timeout gekommen. Man hat ja 5 Züge. Und ich habe es geschafft, als Timeout gecallt wurde, auf 19 Legenden zu kommen. 20 braucht man zum Gewinn. Ah, knappe Kiste. Ja, und dann habe ich aber zweimal seid bereit eben im Timeout gemacht. Und damit hat er alle Ressourcen verloren. Und dann hat er, obwohl ich quasi noch gar nicht weitergespielt habe, gesagt, ey komm, ganz ehrlich, schenke ich dir, ich kann nichts mehr machen. Da wird nichts mehr kommen von meiner Seite aus. Das heißt, nochmal 7 Punkte. 7 Punkte heißt, wir haben über 30 Punkte. Über 30 Punkte heißt, wir haben die Promokarte. Let's go, wir haben das, was wir wollten, erreicht. Sehr schön, zeige ich gleich ja nochmal, denn es gibt ein paar mehr Promokarten jetzt und auch Rapunzel ist hier zu sehen. Also rüber zu den Promokarten. Ja, hier sind nochmal die Promokarten. Wie gesagt, wir sehen hier ja die Playmat, sehr nice. Aber die kennen wir, Rapunzel aber noch nicht. Und das sind die, die wir holen werden, weil, ja, ist auch nice. Aber ich habe selber nur 2 Rapunzel, wäre die dritte, kann man spielen, spielstark, also warum nicht. Aber es gibt noch diese Promokarten, das sind die Holos. Jedoch kriegt man die zufällig und ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube eher, dass die Rapunzel wird. Aber muss man sehen, wie gesagt, das ist die Playmat. Aber da braucht man 90 Punkte für. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Mal sehen auf jeden Fall. Aber morgen wieder Zeit-Events und dann werden wir sehen, wie viele Punkte wir kriegen. Aber ich denke mal, Rapunzel wird es auf jeden Fall. Und ein T-Shirt würde ich auch noch fühlen. Aber erstmal gucken, wie morgen läuft. Heute noch eine Runde, die genießen wir jetzt, weil es egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist schon nächster Tag, aber gestern wurde dann letzte Runde gespielt und da habe ich leider verloren. 2-0, da ging einfach gar nichts. Aber es ist nächster Tag, gut gelaunt und ich habe jemanden getroffen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, und wie wir sehen, spielen wir hier eine lockere Runde. Und man, es sieht ganz so aus, als würden wir hier ganz normal spielen. Aber es gibt eine kleine Überraschung, denn... Hi, der Maurice hat mir das Spiel zum ersten Mal beigebracht. Ich weiß jetzt, wie Locana funktioniert. Ja. Die nächste Meisterschaft bin ich dabei, habe ich gehört. Genau, und das ist das erste Duell gewesen, oder? Das ist das erste gewesen, ja. Also wir haben ein Testduell mit offenen Karten gemacht, habe das natürlich die Regeln einmal erklärt. Ja, das zählt nicht natürlich, ja klar. Genau, und dann direkt, und ich muss sagen, hast du gut gemacht. Ja, nächstes Mal wird es besser. Ja, nächstes Mal wird es besser. Ja. Ja, es ist schon hart. Also ist mein Hirn ist schon am Schmelzen. Sagen wir es mal so. Es ist nicht so einfach, wie man vielleicht den Anschein hier hat. Und was sagst du zur Ziege? Welche Ziege? Ja, auf jeden Fall haben wir eine lockere Runde gespielt. Welche Ziege? Hier sind keine Ziegen. Gibt's nicht. Auf jeden Fall haben wir eine lockere Runde gespielt und macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich meine, ja, der Kopf raucht ein bisschen, aber war doch schnell. Ist ja am Anfang immer so. Also ich glaube, wenn du neue Kartenspieler lernst, ist es immer so. Auf jeden Fall. Aber direkt gespielt. Ich meine, macht Spaß. Und wie versprochen, Leute, werden wir natürlich noch die Side-Events angreifen und da ein paar Runden spielen. Aber jetzt hier noch ein bisschen zu Ende spielen, ein bisschen quatschen und dann geht's halt wieder. So, noch eins. Will nochmal. Nochmal. Er hat Bock. Okay, dann rein in die nächste Runde. Alles klar. Okay. Storytime. Aber sowas von heftige Storytime. Und zwar Side-Events. Ich habe mich an eins angemeldet. K.O.-Turnier. 8 Mann. Das sind 8 Personen. Und erste Runde habe ich gegen grünen Stahl gespielt, also quasi ja das gefürchtete Deck, und habe gewonnen. Sehr schön. Super, das Deck funktioniert dagegen. Wusste ich ja, dass das dagegen funktioniert.
Aber Runde 2 dann, Mirror Match. Und beim Public Events und den Side Events gibt es etwas, was ich erwähnen muss. Und zwar, es gibt kein Zeitlimit. Nein, keins. Und es wird Best of 3 gespielt, weil es ja K.O.-System ist. Macht ja irgendwie komplett Sinn. Dementsprechend, keine Zeit. Best of 3. Leute, glaubt mir. Mirror Matches gehen lange. Lange. Habe ich lange gesagt? Lange. Wir haben jetzt für Best of 3, ich glaube, fast 2 Stunden gebraucht. Und das ist nicht gelogen. Und ja, dementsprechend ist jetzt schon abends. Eigentlich keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Public Events. Von daher, ja, ein bisschen ärgerlich. Aber egal, ich nehme die Punkte. Ich glaube, ich gehe zur Prize Wall, hole etwas und dann holen wir unsere Preise endlich ab. Ich meine, ist da was? Die Promo plus noch vielleicht ein paar Booster. I mean, kann man mitnehmen, definitiv. Aber Mirrors ohne Zeit, Leute, Timeout ist euer Freund auf Turnieren. Glaubt mir. Also ohne Timeout ist Hölle. Habe ich jetzt gemerkt. Wie gesagt, 2 Stunden, Best of 3, Mirror Match. Uff, ich bin durch. Punkte sind eingelöst und hier ist die Promokarte. Die Hülle ist ein bisschen schmutzig, deswegen nicht wundern. Aber nice auf jeden Fall. Also ja, ich habe es gesagt, ich hole sie auch. Hier ist sie super gut und die restlichen Punkte, ja, mit den super ultra langen Mirror Match auch, hat gereicht für einen Booster vom ersten Set oder ich glaube vom neuesten Set hätten wir 3 bekommen, aber ich wollte vom ersten. Und jetzt, ja, mit einer Hand ist das immer so eine Sache, ne? Mit einer Hand ist das so eine Sache. So, Leute. Was ziehen wir? Ziehen wir was Gutes. Ziehen wir was Gutes. So. Wie machen wir das denn jetzt mit der Cam? Wir machen das so. So. Also, wir haben einmal Elsa. Wir haben einmal Genie. Wir haben einmal Aurora. Wir haben den guten Tipps. Wir haben Stitch. Wir haben Aladdin. Wir haben, ich weiß es nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und wir haben Cinderella und oh, noch nicht. Ein weiter. Simba und okay, Rare. Oh, Grab Your Swords. Das ist gut, das ist nett. Nehmen wir mit. Und dann haben wir noch. Silba, okay. Nehmen wir. Ah, ja gut, den Hans, der musst du jetzt nicht haben. Und, naja, aber ey, Grab Your Swords. I take it. Nice. Na, wo gucken wir denn dahin? Genau. Zum Deck. Ja, Leute, ich dachte mir natürlich, dass ich das Deck einmal vorstelle. Wie gesagt, das ist die Teilnehmer-Promo. Sehr, sehr nice. Die in Holo, beziehungsweise die in Holo hätte ich auch gerne. Aber Rapunzel ist natürlich auch sehr nice. Ja, wir haben halt, wie gesagt, Rot-Lila gespielt und wir gehen schnell durch. Ich brauche da nicht lange drüber reden. Denn ich denke mal, wenn ihr wissen wollt, warum man was wie spielt, dann kann man eben auch andere Videos gucken als meines. Wir fangen an mit Lila. Lila spielt man natürlich, weil Draw. Deswegen beste Karte zieht 2. Hase, beste Karte zieht. Dann natürlich die Goat. Ist natürlich nicht immer optimal, aber kann man inken. Dementsprechend reichen 4 auch. Und ist natürlich für Late Game super strong. Und dann natürlich, wenn man eben natürlich die Goat und den Hasen spielt, braucht man auch Karten, die das Ganze eben bouncen können. Also einfach Max, 4 Bouncer ist komplett wichtig. Und Rush natürlich ultra strong. Dann haben wir natürlich hier sie, muss man nicht viel mehr spielen, da kann man natürlich flexibel sein. Schön ist natürlich bei ihr, dass man auch mit ihr singen kann, denn mit ihr kann man eben Freunde im Schattenreich halt singen, was ultra gut ist. Von daher ist ganz nett und zur Not ist das ein okayer Bounce mit dem Bounce-Karten. Von daher kann man das Ganze machen. Dann für die One-Drops, ihn einmal, hat 2-1, was gute Stats sind, drawt, nice, nehmen wir mit. Natürlich dann nochmal 2 Besen. Ja, man könnte jetzt sagen, man könnte noch mehr One-Drops spielen, definitiv. Aber das Problem ist natürlich, man will auf 60 Karten bleiben. Man will konstant bleiben. Dementsprechend leider nur 2 an dieser Stelle. Und dann 4-mal Castle. Castle hat mir so viele Spiele geholt, von daher super gute Karte. Dann kommen wir natürlich zu Rot. Rot, das Zerstörungsthema. Also Rot kann sehr gut zerstören. Von daher, beste Karte. Seid bereit. Zerstört alle. Nicht zerstört, verbannt alle Charaktere auf dem Feld. Super stark, super gut. Dann kommen wir zu einer Kombination. Also es gibt ja kleine Kombos. Und wir haben da einmal Flynn Rider. Flynn Rider, eine gute Karte. Vor allen Dingen in Kombination mit Sisu. Denn Sisu ist im Early Game sehr, sehr stark. Flynn Rider gibt dir dann immer 3 Lore, macht sehr viel Druck, ist sehr gut. Flynn Rider an sich auch. Kann man auch nutzen, halt, um ihn zu keepen und dann eventuell überraschend nochmal Lore zu bekommen. Hat zumindest bei mir so funktioniert. Und ja, 2er ist unsere 2er-Karte, die man spielen kann. Ziehst du dann also 3er ist halt perfekt. Und ja, ziehst du allgemein super gut. Also ziehst du ist wirklich Tip-Top-Karte in den Deck. Flynn Rider macht halt Druck, deswegen muss man ihn spielen. Zur Not kann man ihn inken. Dann natürlich, ja, Schlägerei 4-mal muss, weil einfach Grünstahl da ist. Ja, du musst irgendwas gegen den Diablo haben. Definitiv.
daher. Hier drin dann Rush ist stark, Maui stark, Maui super, Maui klärt fast alles. Außer Castle. Castle kann er nicht one-shotten, weil Castle 7er, der hat 6, das ist ein bisschen ärgerlich. Manche spielen dafür das Item, was eben nochmal plus Angriff gibt und dann auch einen Draw geben kann, wenn er eine Kreatur verbannt. Aber ja, ist okay, ne, denke ich mal. Und dann kommen wir, wo man jetzt sagen kann, hier kann man ein bisschen variieren, denn wir fangen an mit Tremaine. Tremaine spielen manche einmal, ich spiele zweimal. Ist je nach Matchup unterschiedlich gut. Manche spielen zwei Medusas, manche spielen drei Medusas. Wie gesagt, ist je nach Matchup, ist das eine oder das andere besser. Kann man jetzt drüber spekulieren, diskutieren. Am Ende kommt es ein bisschen auf die Matchups an. Ich habe 2-2. Ich gebe zu, manchmal hätte ich gerne Medusa mehr gehabt, manchmal hätte ich gerne Train mehr gehabt. Also ist halt wirklich Matchup abhängig. Und dann, wie immer, man will auf 60 Karten bleiben, zwei Karten sind noch frei. Als König geboren ist ein Song, aber ein weiterer Removal, was Gundu ist 4. Das heißt, Rabbit kann das Ganze singen, die Goat natürlich theoretisch auch. Von daher ist das ganz gut. Mehr Removal haben ist nicht schlecht. Macht halt Druck, auch vor allem im Late Game, wenn der Gegner eben dann voll verloren gehen will, hat man eben das Ganze hier. Und ja, und das ist, wie gesagt, hier das kleine Deck. Ist jetzt noch ein bisschen länger geworden, aber ich dachte, ich stelle es mal vor, weil kein Deck vorstellen wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Ja, wir waren ja hier schon einmal bei den Promos, jetzt hier nochmal hier nah und wir sehen hier die goldene Mickey Maus, die jeder haben will. Und nochmal hier eben die anderen Dragonfire-Kämmer, wie gesagt, Cinderella, Let It Go, Rapunzel und eben die goldene Mickey Maus hier in Glanz. Und es ist gar nicht so leicht, die einzufangen. Sie sieht einfach wunderschön aus und die wollte ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Das Event nähert sich dem Ende und ja, es sieht jetzt nicht so aus, als würde hier das Ende kommen, denn hier sind noch sehr viele Spieler. Aber das hier sind alle Side-Events. Und wenn wir da ein bisschen rüberschwenken, dort, wo die breite Masse ist, ist nämlich das Main-Event. Und wenn wir nämlich da mal hier ranzoomen, sehen wir da auch, wir haben Main-Event über eine Stunde Zeit. Und das liegt einfach daran, weil natürlich hier im Best of Three gespielt wird, ein bisschen mehr Zeit. Und wir gehen mal eben rüber hier zu den Top-Tables. Ich nehme einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, ob wir schon Top 8 sind. Kann sogar sein, dass wir schon bereits Top 8 sind hier an dieser Stelle. Aber das sehen wir mal hier. Hier sind die Spieler, wie gesagt. Kann auch Top 16 gerade sein. Und hier ist eben der Top Cut. Und hier geht es am Ende halt wirklich darum, natürlich Erster zu werden, denn man will natürlich gewinnen und dann eventuell dann auch die goldene Mickey Mouse mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich selbstverständlich. Der Top Cut wird hier ausgespielt. Jeder will hier gewinnen. Aber noch geht's nicht los. Oh doch, ich sehe es gerade. Es ist jetzt losgegangen, hat 2 Sekunden. Aber die Spieler wissen noch nicht Bescheid, die Durchsage kam noch nicht. Also Top Cut wird hier fleißig gespielt. Hier sind die Besten der Besten eben von über 2000 Spielern. Ich bin wieder bei Mickey Mouse und heute wird es das letzte Mal sein, beziehungsweise für euch das letzte Mal. Denn ja, das Event neigt sich dem Ende. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir sind hier schon seit Donnerstag. Donnerstag haben wir uns natürlich schon angemeldet, haben unser Badge bekommen und natürlich auch die Promokarte. Und dann haben wir natürlich Freitag gespielt. Und wie gesagt, wir haben auch Samstag schön in den Side-Events gespielt. Und heute gucken wir das Ganze hier eben nochmal an, haben den Top-Cut gesehen und ähnliches. Von daher, es nimmt sein Ende. Aber was kann ich da abschließend sagen? Das Event hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich wollte spielen, ich wollte Spaß haben und das habe ich definitiv gehabt. Turniersystem gefällt mir auch sehr gut und natürlich auch, dass man dann Punkte bei der Prize Wall einlosen kann, gefällt mir natürlich sehr gut. Aber im Großen und Ganzen, ich hatte sehr viel Spaß, ich hatte sehr nette Gegner. Alles ist hier freundlich, man ist hier sehr willkommen und das gefällt mir einfach sehr gut. Und was bleibt mir übrig zu sagen? Als ich hoffe, das Ganze hat euch natürlich gefallen. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Spielen.